Da sind wir wieder. Und heute wird es spannend, sage ich das. Ich habe nämlich gerade eine E-Mail gekriegt, dass Backer in meinem Postkasten ist. Warum er nicht angeleitet hat, okay, keine Ahnung, aber wurscht. Wir werden jetzt gleich mal schauen, ob es wirklich da ist. Und wie gesagt, das wird euch auch interessieren, also bleibt dran. Bis gleich mit dem Backer dann. Schauen wir uns mal an, was das ist, aber gleich habt ihr schon gelesen. Hanemühle. Okay, YouTube-Titel verrät es, aber wir wollen mal nicht so sein. Schauen wir mal rein, was uns die geschickt haben. So, bauen wir das überhaupt. Dum, dum, dum. Spannung steigt. Hanemühle. Noch ein Sample Pack. Noch ein Sample Pack. Noch ein Sample Pack. Noch ein Sample Pack. Holy moly, da haben wir etwa viel zum Tun. Ich erkläre euch gleich, was das Ganze eigentlich soll. So, da sitzen wir jetzt wieder mit jeder Menge geilem Hanemühle-Papier zum Testen. Also, ob es geil ist, das finden wir dann raus. Folgende Story kurz. Hanemühle hat scheinbar mein erstes Hanemühle-Fotopapier-Testvideo gesehen. Die haben mich nämlich kontaktiert und mir angeboten, sie schicken mir noch weitere Sample Packs. Weil ich habe ja da einige, vor allem spezielle Papiersorten, nicht mitgetestet. Dementsprechend habe ich gesagt, ja, okay, mache ich gerne. Ich lasse mir natürlich nicht vorgeben, was ich da dazu sage, aber wenn Sie mir das schicken wollen, schaue ich mir das gerne an. Hier sehen Sie, ob das jetzt schon als Werbung durchgeht oder nicht, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht bezahlt von Hanemühle, habe aber für diese Sample Packs hier auch nichts bezahlt. Natürlich bleibt meine Meinung meine Meinung. Ich habe gesehen, 2, 3, 4 Papiere decken sich mit denen, die wir schon getestet haben. Ansonsten haben wir da wirklich richtig spannende, geile, neue Papiere zum Anschauen. Ihr kennt es mir, ich gebe da immer meinen eigenen Senf dazu. Was haben wir? Fine Art Inkjet Paper. Ich schreibe euch dann sowieso unten in der Beschreibung alle Papiere, die wir testen, beziehungsweise wir gehen es dann eh nochmal genauer durch. Natural Line Fine Art Collection, auf die bin ich sehr gespannt. Ich glaube, das sind sehr strukturierte Papiere. Matt Fine Art Textured haben wir hier noch einige und Glossy Fine Art Collection. Da bin ich auch gespannt, weil ich persönlich, wie ihr schon wisst, bin ja nicht so der Glossy-Fan, aber ich lasse mich gern eines Besseren belehren. Gut, da haben wir jetzt einiges an Arbeit vor uns. Es sind da jetzt überall pro Papiersorte 2 Papiere drinnen. Ich werde aber trotzdem wieder, wie beim letzten Test, ein A4 quasi teilen. Einmal Farbe, einmal Schwarz-Weiß. Einfach ehrlich gesagt aus dem Hauptgrund, ich will dann auch nicht zu viel Tintenpatrone da jetzt verwenden, weil ich glaube, für den Ersteindruck funktioniert das ganz gut. Deshalb werden wir das wieder so machen. Ich suche mal Bilder aus, ich gehe mal ins Drucken, dann legen wir es da wieder auf und schauen es uns gemeinsam wieder durch. Bis gleich. Hui! So, wir haben alle Papiere da. Puh, zwar keine Uhr, man hat jetzt ganz schön Zeit gedauert. Ganz egal, ich bin hyped, ich finde es mega geil, ich liebe sowas, ja, die ganzen verschiedenen Papiere anschauen. Und ich stelle mal kurz die Kamera so um, mal schauen, wie wir das machen, dass ihr das am besten da gescheit mitschauen könnt. Und dann sehen wir uns im Detail gleich wieder. Bis gleich. Bevor wir uns die Profile jetzt im Detail anschauen, ganz kurz nur dazu, wie ich die Prints jetzt erstellt habe. Ich verwende ja immer die ICT-Profile der Hersteller. Das heißt, die haben das für uns schon ausgemessen, Papiersorte, unser Canon Pixel Pro 200 oder welcher Druck auch immer jetzt ihr in Verwendung habt. Und diese ECT-Profile sollten funktionieren. Mir ist durchaus klar, dass man das noch feiner machen könnte, sprich die Profile selbst erstellen, selbst ausmessen. Canon hat eine Software, wo man mit Config-Files der Profile nun weiter rumspielen kann. Ich persönlich finde halt einfach, ich will mir diese Arbeit nicht antun. Die ECT-Profile vom Hersteller, die haben zu funktionieren. Deshalb mache ich das ja ganz genau so. Wenn da jetzt Farbstiche oder irgendwas drinnen sind, kann das natürlich auch an einem Profil liegen, nicht am Papier. Ist aber letztlich dann, sorry, wenn ich sage, jetzt nicht mein Fehler, sondern Fehler des Profils. Und sollte nicht sein. Wollte ich nur ganz kurz zur Erklärung eben sagen und jetzt starten wir wirklich los. So, meine lieben Freunde, wir haben da jetzt alles aufgelegt.
Kurz mal vorweg, für die, die jetzt quasi das erste Mal vielleicht bei mir dazuschauen, es gibt schon ein Hanemühle-Fotopapier-Testvideo, deshalb ist das jetzt Part 2 sozusagen. Ich habe schon mal so die Klassiker, wollen wir es mal so nennen, habe ich schon mal durchgetestet. Das ist jetzt eine Erweiterung mit noch viel mehr Hanemühle-Papiere. Ihr seht, es gibt wirklich viele davon. Deshalb, ich verlinke euch rechts oben das andere Video, schaut euch gerne vorher das an. Wir gehen da alles dann durch. Es gibt dann anschließend nur unten in der Timebar, habt ihr ja die verschiedenen Kapitel, könnt ihr uns gerne da gleich vorspringen. Close-ups der Papieroberflächen. Das gibt es eben dann anschließend. Jetzt, nachdem ich nicht will, dass es wieder zu lang wird, meinen ersten Überblick haben wir diesmal schon verschafft. Beim letzten Video haben wir das ja quasi gemeinsam gemacht. Erst Überblick habe ich. Ich sage jetzt mal kurz, was mir wirklich auffällt. Und dann gehen wir ganz schnell jedes einzelne Papier durch, was ich dazu sage. Einmal noch ganz kurz vorweg. Bei manchen Papieren, hier sieht man es am meisten, habe ich hier so diesen Farbabrieb. Das passiert daher, da will ich jetzt auch nicht Hanemühle an sich die Schuld geben, sondern generell dem ganzen Online-Versand und Post, DHL, UPS, was es nicht alles gibt. In letzter Zeit ist es mir sehr oft passiert, dass ich bei bestellten Papieren leider die Kanten der Papiere leicht beschädigt waren. Wenn diese leicht beschädigt sind, leicht geknickt sind, wie auch immer, bekommt ihr diesen Farbabrieb. Ist sicher für einen Druckkopf auch nicht besonders gut. Es ist halt schade, man jetzt natürlich bei Hanemühle, das ist in diesem Plastik drinnen und ich habe das gesehen, war zusätzlich nur in einem Briefkuvert, natürlich gepolstert. Da passiert es leichter. Ich habe aber auch schon welche gehabt, die Kanonpapiere sind im Karton drinnen und dort habe ich das gleiche Problem. Ich habe es trotzdem gedruckt, weil es mich natürlich auch interessiert. Ich lasse ja immer die weißen Rahmen und dann mit Passepartout und Bilderrahmen macht jetzt nicht so viel Probleme, sage ich mal. Aber spätestens, wenn ihr randlos drucken wollt, ist das Papier eigentlich zum Wegwerfen. Und deshalb, wenn ihr Papiere bestellt, und ich meine, wir geben da ja auch nicht wenig Geld aus dafür, und ihr seht da Bestätigungen, überlegt es gar nicht, reklamiert das. Ihr werdet sonst nur euch ärgern damit, dass ihr es nicht gemacht habt. Ihr habt das Recht, dass die Papiere bei euch heil ankommen. Ob das jetzt Postschuld ist oder die des Herstellers, ist letztlich nicht euer Problem. Die müssen bei euch nur heil ankommen. Kurz nur dazu. Fangen wir an. Was ist mir mal vorweg aufgefallen? Eins, das mir aussticht, ist das Photorack Metallic. Ich lese es immer ab, das ist euch auch korrekt gesagt. Natürlich in der Beschreibung habt ihr alle Papiere nochmal drinnen stehen. Photorack Metallic, das hat so eine Metallic-Beschichtung und einen glänzenden Metallic-Look. Ist sicherlich nicht für jede Anwendung geeignet, aber so als spezielles Papier gefällt es mir wirklich gut. Im Schwarz-Weißen haben wir dann eine leichte Farbtönung, ich würde sagen, vielleicht optisch ein bisschen so ins metallisch-grüne. Schaut trotzdem geil aus. Und auch in der Farbe, man verliert ein bisschen die Farbe, aber diesen Metallic-Schimmer. Ich glaube, dass das in einem Rahmen, in einem schönen Glasrahmen dann richtig geil wirkt. Also das bleibt bei mir auf jeden Fall am Radar. Was mir noch aufgefallen ist, Rice Paper Papier. Das hat nur 100 Gramm pro Quadratmeter. Es fühlt sich leichter an wie ein ganz normales, stinknormales Druckpapier. Es ist nicht schlecht, meine, man sieht da so Streifen im Papier, das kann ich jetzt schwer sagen, muss wirklich durchs Licht schauen. Ich habe nachgeschaut bei den ganzen anderen, ich habe jetzt die Preise nicht nachgeschaut, die variieren. Wir wissen, Hanemühle sind nicht günstig, aber grundsätzlich von der Qualität schon wirklich hochwertig, das kann ich so durch die Bank bestätigen. Aber dieses Reispapier verstehe ich nicht, kostet A4 auch fast 1 Euro pro Blatt. Schon leicht ein Knick drin, was, also nein, es tut mir leid, Hanemühle, das Papier verstehe ich nicht, wenn irgendeiner das Material super findet, okay, für mich ist das nutzlos, das Papier kommt, tut mir leid. Bei mir sicher nicht im Haus, verstehe ich nicht, macht für mich keinen Sinn. Was mir noch aufgefallen ist, wir haben ja hier diese verschiedenen, ich habe es ja am Anfang gezeigt, verschiedenen Pakete, Glossy Fine Art. Hanemühle Glossy Fine Art ist sehr hochwertig und auch strukturiert. Was ich schnell mal unter Glossy verstehe, ist dieses typische Hochglanz, was man vor allem auch von früher kennt, bei diesen ganzen All-in-One-Standarddruckern, was dabei war, dieses wirklich Hochglänzende, das jeden Fingerabdruck zeigt, gefällt mir nicht. Haben wir beim ersten Papiertest auch eins dabei gehabt, komplett Hochglanz. Kontraste sind schön, Farben sind schön, aber ich finde, es wirkt nicht feinartmäßig. Dieses Glossy Feinart Sample Pack von Hanemühle aber mit den ganzen Photorack, Baryta etc. Papieren, sind wirklich schön, auch von der Struktur. Aber was ich sagen wollte, wir haben da eben verschiedene Papiere und diese Natural Line, das Bambu, haben wir beim letzten Video schon dabei gehabt und heute haben wir dabei gehabt Hemp, also Hanf und Agave. Was mir hier gleich auffällt, die sind
im Schwarz-Weiß, im Bereich des Kontrasts, ich weiß nicht, ob man es da sieht, oder vielleicht besser in der Kamera vorne, die meiner Meinung nach stärksten. Also ich persönlich mag in Schwarz-Weiß, ich mag das ja, wenn die Schwarzwerte, also wenn Schwarz wirklich schwarz ist. Im Vergleich nehmen wir zum Beispiel mal dieses hier, ich weiß eben immer nicht, ob ihr das in der Kamera gut sehen könnt, aber man sieht, das eine ist viel kontrastreicher als das andere. Mir gefallen diese kontrastreichen Papiere für Schwarz-Weiß gut. Hier diese Natural Line, richtig geil. Sind aber auch andere. Interessanterweise das Rice Paper, aber die konnten. So, mal durchschnaufen. Ich will nicht, dass es wieder zu lang wird, deswegen geben wir ein bisschen Gas. Dieses Feinart, Baryta FB hat bei mir einen Rotstich. Ich weiß nicht, vielleicht ist es ein Bedienfehler, die Option gibt es immer. Ich bin kein Profi, kein Druckprofi. Aber hier mit dem Rotstich im Schwarz-Weiß, Rotstich im Farbfoto für mich nicht verwendbar. Also Baryta FB No-Go. Ja, ganz grob, wir sehen in den schwarz-weißen Bildern diverseste Kontrastunterschiede und leichte Farbtonalitätsunterschiede, bisschen ins Wärmere. Wirklich ein Farbstich, mal mit Ausnahme eben von diesem gerade erwähnten, haben wir keinen dabei. Das ist jetzt natürlich immer sehr subjektiv. Ich habe jetzt auch die Bilder nicht jedes Bild einzeln nochmal auf das Profil hin bearbeitet. Kurz einfach, ich habe die Zeit dafür nicht gehabt, also ich habe einfach die Bilder so gut als möglich vorbereitet und habe dann die Papiere durchgedruckt. Das heißt, man kann sicher in diesen Papieren, wo ich jetzt sage, es ist ein bisschen weniger Kontrast, das noch ein bisschen mit Feintuning verbessern. So haben wir aber immer den Vergleich, die Printfiles sind quasi immer die gleichen. Durchschnaufen, durchatmen und weiter geht's. Gehen wir kurz alle durch, damit ihr meine Meinung zu allen Papieren habt. Hahnemühle Agave, haben wir eben schon gesagt, diese Natural Line ist schön strukturiert. Richtig kontraststarkes Schwarz-Weiß-Foto und auch die Farbwiedergabe. Also mir gefällt es richtig gut, diese Natural Line. Nehmen wir hier das Hanf gleich mit dazu, weil es aus derselben Line ist. Gleiches Thema. Was ich jetzt schon sehe, es liegt eine Weile hier, Staub haftet sehr gut daran. Aber ich würde generell Prints in wirklich hochwertigen Papieren jetzt nicht zu lange so liegen lassen, sondern Passepartout drauf, Rahmen drauf. Ist meiner Meinung nach einfach die schönste Präsentation. Aber auch hier im Hanfpapier. Ich würde jetzt von der Farbwiedergabe und vom Schwarz-Weiß hier kaum Unterschied erkennen. Die Papierstruktur ist das Hanf etwas strukturierter. Das ist Geschmackssache. Gehen wir hier weiter. Fine Art Baryta. Hat einen leicht wärmeren Schwarz-Weiß-Ton. Ich sage ja immer bei Schwarz-Weiß, entweder es ist richtig Schwarz-Weiß oder es hat einen leichten Warmton. Sämtliche andere Farbstiche sind für mich No-Gos. Da bin ich ja wirklich kritisch, da könnt ihr mir das ja wirklich glauben. Also ich kann natürlich immer nur von der Canon PIXMA Pro 200 plus dem jeweiligen Papierkombination sprechen. Aber Warmton ist für mich okay. Jeder Farbstich geht gar nicht. Leicht wärmer gefällt mir auch sehr gut. Auch in der Farbvariante mag ich die leichte Warmtonalität, jetzt auch hier im Vergleich, hier kommen wir dann noch dazu, aber noch zum Vergleich. Das gefällt mir sehr gut, Fine Art Baryta, schöner Warmton. Hier waren wir schon, dieses Fine Art FB ist für mich No-Go. Fine Art Pearl, weniger Kontrast im Schwarz-Weiß. Es ist auch bei Schwarz-Weiß-Fotos auch immer, es kommt immer aufs Motiv drauf an. Ich printe hier natürlich bewusst immer das gleiche Foto. So kann ich die Papiere am besten vergleichen. Aber natürlich, es gibt viele Motive, wo so ein etwas flacheres Profil, nicht ganz so kontrastreich, sehr gut funktioniert. Da könnte ich dieses Fine Art Pearl sehr gut empfehlen. Generell, ich mag Kontrast. Aber auch in der Farbe, es ist einfach etwas feiner, es wirkt etwas eleganter, werden wir jetzt in den Sinn kommen. Keine Ahnung, ob das Sinn macht, aber ja. Photorec Satin. Satin, spricht man das aus? I don't know. Noch etwas kontrastärmer, aber ziemlich gleich. Ich
Wir haben hier schon, also gerade von dieser Glossy Fine Art Collection, teilweise wirklich nur Nuancenunterschiede. Das werde ich euch jetzt da übers Video auch gar nicht so mitgeben können. Ihr habt dann die Detailaufnahmen noch. Aber bis auf diese beiden, die ich jetzt schon mal erwähnt habe, könnt ihr mit keinem Papier sonst da was falsch machen. Aber gehen wir es noch weiter durch. Das Metallic haben wir schon erwähnt. Es ist ein Eyecatcher, wem es gefällt. Das müsst ihr ausprobieren, das ist sicher subjektiv. Photorag Pearl. Auch schön. Also ich weiß, ich wirke langsam wie ein Hahnemühle-Fanboy, aber Hahnemühle macht wirklich hochwertige, geniale Fotopapiere. Sie lassen sich es auch bezahlen, das muss man auch ganz klar sagen. Aber die sind wirklich schön. Auch von der Schärfe bei allen Papieren. Ich habe das jetzt mit 340 dpi gedruckt. Wobei, ob mein Drucker die 340 dpi wirklich drucken kann, lassen wir im Raum stehen. Ist alles auf 340, aber jetzt gedruckt und Details sind, also im Pullover hier, man sieht hier quasi jedes Detail, auch im Farbfoto, das Make-up, die Wimpern. Also Schärfe passen alle Papiere. Photorag Baryta. Das sind alles wirklich, wirklich Nuancen. Doch eine Spur wärmer, würde ich sagen, gefällt mir wieder sehr gut, auch im Farbton. Ich finde im Farbton dieses Wärmere immer schön, weil dann die Haut nicht ins Rötliche abdriftet, sondern einfach ein bisschen dieses Wärmere hat. Kann man aber natürlich theoretisch auch in der Bearbeitung korrigieren. Aber trotzdem, gerade im Farbfoto finde ich, ein Papier sollte das möglichst farbgetreu wiedergeben. Ihr wisst, mein Bildschirm ist kalibriert. Dementsprechend sollten die Farben eigentlich in den Fotos auch stimmen, wenn man das so sagen kann. Fine Art Baryta Satin. Auch vom Gewicht her, die sind mal mit Ausnahme eben von diesem Rice Paper, alle angenehme, schwere Papiere, sie wirken hochwertig. Ja. So, und hier haben wir nochmal ein sehr kontrastreiches Papier. Fast noch, ähnlich kontrastreich wie diese Natural Line. German Edging. Hier sind wir jetzt, ich suche es schnell raus, bei dem Fine Art Textured des Albrecht Dürer. Das haben wir beim letzten Test schon dabei gehabt. Hier haben wir jetzt noch das German Edging. William Turner, das schwerste ist hier dabei, das Museum Etching mit 350 Gramm pro Quadratmeter und das Torchon, wie auch immer man es ausspricht, keine Ahnung, wahrscheinlich irgendein Künstler, den ich nicht kenne, ich schäme mich. Das sind jetzt diese stark strukturierten Papiere, wobei einfach diese Oberflächenstruktur sehr variiert. Das German Etching hat eine starke Struktur. Man verliert durch diese Struktur natürlich ein bisschen diesen subjektiven Schärfe-Eindruck. Ich mag strukturierte Papiere, das habe ich beim letzten Video auch schon gesagt, aber wenn ihr wirklich jetzt ein Foto habt, wo euch die feinsten Details wichtig sind, vielleicht eine Skyline mit vielen kleinen Fenstern etc., müsst ihr euch das überlegen, ob da diese stark strukturierten für euch funktionieren. So, William Turner, das ist richtig stark strukturiert. Vor allem im Schwarz-Weiß mag ich strukturierte, auch in Farbe, wobei meiner Meinung nach die Farben durch diese Struktur immer ein bisschen zu gefühlt, ein bisschen sich zu verändern beginnen, immer ganz so akkurat sind. Das hier wirkt auch im Verhältnis sehr rotstichig, muss ich sagen. Also im Farbfoto würde mir das jetzt so nicht gefallen. Im Schwarz-Weiß, diese Struktur gibt schon noch eine geile Form von Dreidimensionalität. Aber wie gesagt, das ist alles im eigenen Ermessen. Photorag Ultra Smooth. Ich habe im letzten Video gesagt, mein bisheriges Lieblingspapier ist das Photorag 308, also 308 Gramm. Dieses Ultra Smooth hat einfach kaum eine sichtliche Oberflächenstruktur, also im Vergleich. Ansonsten auch Farbwiedergabe schwarz-weiß. Im Vergleich etwas wärmer wieder. Wenn ich sage im Vergleich etwas wärmer, dann meine ich genau das. Man sieht es im Vergleich. Wenn ihr nur einen Print habt, würdet ihr das vielleicht nicht unbedingt als wärmer einschätzen. Dann ist es für euch schwarz-weiß. So, gleich sind wir durch. Museum Etching. Das ist jetzt das Schwerste, was wir haben. Das merkt man auch sofort. Ansonsten einfach auch stark strukturiert. Farbwiedergabe, meiner Meinung nach. Generell einfach ein bisschen auf der härteren Seite, würde ich auch sagen, von der Farbwiedergabe. Schon sehr kontrastreich natürlich. Allgemein muss ich sagen, bei den Farbbildern gefallen mir fast die mit etwas weniger Kontrast mehr.
da sind die Farben noch ein bisschen feiner. Hier sind die Farben schon sehr hart, da müsste ich noch nachkorrigieren. Torchon, oder wie gesagt, keine Ahnung, ist jetzt das einzige von diesen stark texturierten Feinartpapieren, das mir persönlich nicht gefällt. Das liegt für meinen persönlichen Geschmack an dieser Struktur. Die wirkt ein bisschen dellig, wenn das Sinn macht. Also es wären so leichte Dellen drauf, als wäre so ein bisschen, ja, gibt sicher auch Einsatzbereiche. Ich kann mir das schon vorstellen, vielleicht in Landschaften mit viel Himmelbereich, dass das so ein bisschen so einen Wolkenflair hat. Aber ich mag, wenn strukturiert, dann richtig, eben wie hier, was haben wir gesagt, William Turner, glaube ich, genau. Ansonsten bin ich hier bitte daheim, beziehungsweise in dieser Natural Line. Puh! Ich hoffe, das war jetzt nicht zu schnell, aber wir wollen ja das Video auch kompakt halten. Ganz kurz, weil ich es letztens auch gemacht habe, was wäre mein Favorite für Schwarz-Weiß, was wäre mein Favorite für Farbe. Ganz, ganz, ganz schwierig. Diese beiden Natural Line, Hanf und Agave. Ich will immer Algarve sagen, ist wunderschön dort, aber Agave. Ich mag den Kontrast. Diese beiden meine Schwarz-Weiß-Highlights. Metallic als Spezialpapier, wenn es funktioniert, wenn man es bewusst machen will, mega geil. Ansonsten finde ich im Schwarz-Weiß auch noch hier, ich glaube, das war das Photorag Pearl, schön, ist nicht ganz so kontrastreich, dafür etwas feiner. Detailreich sind beide. Farbe gehe ich von den zu kontrastreichen etwas weg und würde auch sagen, so in diesem Bereich, welche sind denn diese beiden? Fine Art Baryta Satin, keine Ahnung, nennt es die Papiere mal, dass ich es aussprechen kann. Und Photorag Pearl, würde ich sagen, im Farbfoto. Meine Favorites sehen sich hier sehr ähnlich, aber einfach nicht ganz so kontrastreich. Dafür sind die Farben noch etwas feiner und natürlich auch in den Hauttönen einfach schöner. Ja, zwei sind durchgefallen. Ein paar Spezialpapiere, beziehungsweise vor allem das Metallic, haben wir hervorgehoben. Natural Line bin ich sehr begeistert, grundsätzlich mit Ausnahme dieser beiden, alles wieder wunderschöne Papiere. Schaut euch dann die Detailaufnahmen an und sonst wisst ihr bitte, gell, in den Kommentaren Anregungen, Beschwerden, sonstige Kritiken gern lassen, wenn ihr noch konkrete Fragen habt zu den Papieren. Man sieht vieles im Video halt einfach nicht so perfekt. Bitte fragt es mir, ich habe von jeder Sorte noch ein zusätzliches Papier da, kann da gern noch einen weiteren Test machen, wenn noch konkret was interessiert. Weiters wisst ihr, gell? Liken, das kurbelt den Algorithmus an. Abonnieren, freue ich mich immer drüber. Bald haben wir die 100, das schaffen wir gemeinsam. Und dann 200 und so weiter und so fort. Nach oben gibt es nie Grenzen. Na, aber mir ist wichtig, ich hoffe, ihr werdet das wieder ein bisschen mitgeben können, weil es will sich das nicht jeder andere und alle Papiere drucken. Bitte fragt mir alles, was fragen könnt. Jetzt schaut euch die Details an, dann druckt es weiter und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Puh, das war sportlich. Ciao. So, wir machen jetzt dann noch diese Close-Up-Aufnahmen der Papieroberflächen. Ich habe euch die jetzt vorher schon eingebaut, also wir schauen es jetzt nicht mehr alle drei nach hinten an, sondern ich habe das eh schon gesehen. Nur kurz zur Erklärung, wie ich das mache. Ich habe da so ein Dauerlicht, bei dem kann ich hier die Farbtemperatur einstellen, das ich dann mit der Kamera abgleiche. Dementsprechend sollte dann auch die Farbe der Prints und eben eventueller Farbstich im Schwarz-Weiß vielleicht ein bisschen sichtbar sein im Video, das ist halt immer schwer darzustellen. Da machen wir natürlich noch finster, dass uns das Tageslicht nicht reinpfuscht. Ja, das nur kurz zur Erklärung, wie die entstanden sind, dass ihr euch auskennt.